Es ist wieder Samstag und da wir alle nichts Besseres zu tun haben. Klingelt mein Firmentelefon. Ja, okay. Wir hören dann auf für heute. Naja, auf jeden Fall ist Samstag, da ist Dennis. Und wir machen heute mal wieder weiter. Letzte Woche ist wieder mal ausgefallen wegen Arbeit. Folgendes ist der Stand der Dinge. Hier habe ich vergessen, was wir noch machen müssen. Dennis, was müssen wir hier noch machen? Neuen Auspuff, was heißt neu? Anderen Auspuff dran. Und dann ist die eigentlich fresh. Mhm. Hier, ich glaube, die ist fertig. Ne, Quatsch, hier kommt ein neuer Simmerring rein, Motorsimmerring. Mhm. Und die daneben ist fertig soweit. Die müssen wir noch einstellen. Ja, 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 einstellen, ja. Grundlegend ist sie fertig. Gut, perfekt. Ich finde, der sieht eigentlich echt gut aus. Aber mal im Ernst, was ist da mit dem Original passiert, ey? Weiß nicht. Können jetzt gebraucht noch verkaufen. Guck mal, der hat das ganze Ende nachmodelliert. Nicht schlecht, ne? Jetzt neu, Fackelmann Racing, Pfefferstreuer. Ich weiß nicht, was hier jetzt noch war. Keine Ahnung, aber die sieht echt scharf aus mit neuer Bank. Und neuem Auspuff. Neuem Auspuff. Ja, der ist doch super. Ich glaube, das Einzige, was... Einmal anmachen und wir flexen den auf jeden Fall auf, um dieses gerappelte Scheiße da rauszuholen. Aber hier, das braucht man noch. Hier diese Abdeckung und so. Die müssen auch noch... Aber die sind, glaube ich, noch bei mir. So, zack da. Ja. Das ist die erste, die ein bisschen nach Motorrad klingt, im Gegensatz zu den anderen, ne? Tatsächlich. Kann es sein, dass nur eine Seite läuft? Jetzt läuft die andere kurz mit. Jetzt, die eine läuft links. Jetzt läuft links und rechts nicht. Dann haben wir bestimmt wieder diese mit den Zündkerzensteckern. Weißt du? Da haben wir neue drauf. Jetzt geht wieder nur rechts. Jetzt geht links. Jetzt gehen beide. Nee. Ja, immer nur ein Trick. Ja. Ich will mal hier Gas geben. Das ist aber echt gut, dass wir Zweitakt-Benzin, also Zweitakt-Gemisch im Benzin haben. So sieht man am Auspuff immer direkt, welcher Zylinder läuft. So, erläutert mir doch mal, was da gerade passiert. Warum machen wir diesen Motor jetzt auf? Weil der linke Zylinder nur bei hoher Drehzahl läuft. Und da haben wir jetzt rausgefunden, dass wir hier 6 Bar Kompression haben. Drüben haben wir 9 Bar. Haben jetzt geguckt nach dem Ventilspiel, ist alles in Ordnung. Jetzt ist die Frage, jetzt werden wir den auseinanderbauen, gucken, ob die Ventile dicht sind. Wenn die dicht sind, müssen wir an die Kolbenringe dran. Aber der Simmerring sieht doch gut aus eigentlich, Sven. Hältst du mal? Nee, Hebel einfach auch oben auseinander, aber schön weit innen wegen den Lamellen. So, letzte Woche haben wir euch gezeigt, dass die eine Maschine nur auf einem Pott läuft. Jetzt versuchen die den Zylinderkopf vom Zylinder zu trennen, um rauszufinden, woran das liegt. Scheiße. Habt ihr da eine Schraube vergessen? Nein, nein. Soll ich das Video ausmachen? Okay, ich mach kurz aus, also wir machen gleich wieder was. Okay, jetzt nochmal. Wow, das geht ja einfach. Der Kettenspanner, Dennis. Kettenspanner, glaube ich. Guck mal hier, pass auf, der muss auch noch getrennt werden. Und das geht aber nicht, komme ich an den Splint dran, weil die Schraube nicht rausgeht. Würde ich den ja unten einfach auf den Motorhalter drauflegen, auf den Kopf oder so. Also, warte mal. Wir legen den hier drauf.
Gehen wir nochmal an. Der läuft gerade aus. Ah, okay. Hier zwischen. Ja. Perfekt. Fisch aus. Jetzt gucken wir, ob aus dem Ein- oder Auslass irgendwo was rausläuft. Welches war der Gute, welches der Schlechte? Theoretisch wäre das der Gute. Das ist der Böse. Und hier läuft schon was aus dem Einlass raus, würde ich sagen, oder? Ja, definitiv. Sammelt sich schon wieder unten drin. Hier, der bleibt komplett trocken. Ja. Also müssen wir hier Einlassventil einschleifen. Vor den paar Jahren, was wir für ein Drama mit den Mofas hatten, wenn irgendwas war und wir keine Ahnung hatten, so, oh nein, wir wissen nicht, ob wir losfahren können, weil der Motor nicht funktioniert. Und jetzt sowas, ja, da ist keine Kompression drauf und keine Ahnung was und bla und blub. Ja, das wird das Einlassventil sein und das juckt einfach keinen mehr, weißt du? Selbst wenn du jetzt gesagt hättest, ja, da habt jetzt ein Jahr lang ein Rabe drin gewohnt und da müssen wir verdammt viel Kot rauskratzen, würde man sagen, ja, ist okay, aber kriegen wir wieder hin. Ja, ja, läuft, alles klar, Montag ist Abfahrt. Ja, Zeiten ändern sich. Ich frage mich, ob wir irgendwann anhalten, wenn sich jemand was bricht. Oder ob man dann einfach sagt, geht's oder... Müssen wir ein bisschen beischleifen. Also wir haben die Wahl, eine Woche in Knast gehen oder 30 Euro in Albanien zahlen. Oh, was für eine behinderte Frage. Wie lange sind wir schon unterwegs und wann müssen wir zurückfahren? Was sind das? Das sind diese patentierten Ventilspanner, damit wir die Ventile ein- und ausbauen. Das sieht aber nach einem Schraubenschlüssel aus. Das ist Multitool. Also, in der Theorie kannst du damit, weil das auch für Honda 12 ist gängig. Das ist nämlich der für Honda-Ventil. Sieht halt, die Hälfte ist schön blank, wo sie abdichtet. Und hier. So, schleifen wir mal ein. Wichtig war jetzt, dass man die Zahnpasta mit Fluorid nimmt, ne? Ja, wir nehmen Bio-Repair, damit das den Ventilsitz wieder in Ordnung bringt. So, Feinschliff fürs Ventil. Wir haben eben schon gesehen, beim ersten Schliff ist rundherum alles wieder metallisch, keine Fugen mehr oder sowas. Wenn wir das gleich wieder einbauen, sollte das eigentlich wieder laufen. Da ist es, da. Zylinder hat. Da sind das die eingeschlagenen Markierungen. Das heißt, der ist ja nicht im Lager, sondern der ist ja in der Welle. Ja, das aber heißt, der nee, muss da sind aber hier da sind zwei Markierungen drauf. Da und da. Und die müssen genau waagerecht drin stehen, während der Motor auf UT steht. Ja, werden die ja, wenn der Ding hier senkrecht steht. Da ist ja auf jeden Fall noch eine Buchse drauf, ansonsten funzt das nicht. Das sag ich doch, das ist, da ist hier auf dem Bild ist nämlich noch eine drin. Dann ist das das, was abgefallen ist, was mich irritiert hat. Das hier. Ja, das sieht gut aus. Dennis fummelt die Kette drauf. Ist das auch ein nerviges Geräusch? Schaffst du's? Nein. Soll ich den Hammer holen? Das Montiereisen? Das Allerbeste ist, wenn der Dennis das jetzt gleich drauf hat und dann sieht er, dass die Punkte überhaupt nicht übereinstimmen und das alles wieder runter machen muss und wieder drauf machen. Weil die direkt stimmen muss. Und dann kommt mein Moment. Ich habe jetzt erstmal die Kette verklemmt. Mich würde interessieren, wie du das geschafft hast. Das ist wie so ein Zauberwürfel. Mhm. Diese Kackspielzeuge, die in der Kneipe kriegst oder die hier auseinander machen sollst. Zwei Folgen passen. Dennis ist Pizza holen. Dennis weiß auch, warum er gerade Pizza holt. Weil Dennis hat da was gemacht. Und zwar? Sieht es so aus, als wäre die Kette unten reingefallen, während er zusammen mit Albert wahrscheinlich den Kickstarter getreten hat, wie bescheuert. Es hat sich die Kette da unten dermaßen verkantet,
dass die Kette nicht mehr hier über die Nockenwelle drüber geht. Noch nicht, also sie soll eigentlich auf dieses Zahnrad drauf. Jetzt ist sie so kurz, dass sie nicht mal mehr hier drüber geht. Wir kriegen den Motor so nicht mehr demontiert, geschweige denn noch irgendwas. Es passiert nichts mehr. Es ist einfach am Arsch. Ja, jetzt haben wir die Option, wir können die Kette auftrennen und irgendwie eine andere Kette besorgen, indem wir den Motor knacken und die da rausholen. Oder wir flexen die Kurve, die Nockenwelle auseinander, ziehen die Nockenwelle und bauen nachher eine neue Nockenwelle ein. Ja, ich würde die Nockenwelle zerstören, weil davon haben wir. Das sieht doch gut aus. Und da sagst du, das geht nicht. Ich sag nie, es geht nicht. Ich sag nur, es ist mega behindert. So. Die Nockenwelle muss in die Richtung raus. Die haben einfach Katastrophe. Geflext? Ihr habt den Kickstarter betätigt, während ihr mit der Kette rumhantiert habt, um die draufzudrehen. Der ist komplett verhakt. Und unten drunter habt ihr dann so einen schönen Knubbel mit Kette und mit dem Motor drin, weil der Motor hat sich in gar keine Richtung mehr ansatzweise bewegt. Boah, das ist nicht viel, ne? Das ist verfickt nicht viel. Das höre ich öfter. Boah, dann zerficken wir das voll. Nee, wir hängen jetzt hier total unwuchtmäßig drauf. Du willst jetzt mit aller Gewalt... Nee, ich will nur leicht drehen, weil ich weiß nicht, ob die Positionen richtig übereinstimmen. Mhm. Kette bleibt. OC einstellen. Ich denke, das machen wir nachher. Können wir alles später machen, wenn wir dann die Kette hier drauf bewegen können. Immer ein Ritzel weiter. Vertrau mir. Mach die Kette drauf. Dann kommen wir mit den Bohrungen nicht hin. Ich übernehme das Denken. Du legst die Kette drauf. Siehst du mal, hättest du mal selber mitgedacht. Sag bloß, ist drauf. Nein. Hätten wir hier irgendwen, der Ahnung hätte, dann wäre das relativ entspannt. Ach so. So, jetzt habe ich zu viel versprochen. Was? Jetzt mach mal die Kette ab und dann stellen wir OT ein. Ne? Nein, du machst jetzt, mach mal OT. So, jetzt. Schraubendreher. Jetzt hole ich erstmal den hier weiter rüber. Ach, jetzt versuchst du ihn so auf, ja, Fleißarbeiten. Ja. Besonders wenn sich die Welle nicht dreht, wird das nicht lange funktionieren. Wart ab. So. So, perfekt. Jetzt brauchen wir die nur noch quer. Dann müsste die sich von alleine, müsste die passen. Jetzt ein bisschen Ketten. So. Sitzt, Schrauben rein. Tada! Läuft. Gut, jetzt noch die kleinen und dann setzen wir den erstmal ein oder Außentesten ist ein bisschen knifflig, ne? Warum? Auf Kompression kannst du ihn noch draußen testen, oder? Ja, nicht so wirklich. Scheißegal, wenn wir den jetzt einsetzen und der hat keine Kompression, ist egal, fliegt der Motor komplett raus. Oder nicht? Ja. Ja, dann rein. Ja, dann hätte sich die Arbeit halt gespart. Ja, aber so hatten wir ja den Samstag was zu tun. Wir wollen euch nicht schon wieder damit langweilen, wie man einen Motor einbaut. Das zeigen wir euch diesmal nicht. Wir zeigen euch, wenn es fertig ist. Den ganzen Krempel, das Bund. Aber 9,5 gegen 11 ist doch immer noch besser als 9,5 gegen 7. 6. Wir können auch so machen, dass auf beiden gleich ist. Ja, bauen wir nochmal alle zusammen und schleifen alle Ventile neu ein. Aber die fahren sich jetzt ein, die anderen beiden. Hat der eine jetzt auf einmal 11 kann? Gucken wie lange, ja. Also wir reden von der Kompression der Zylinder und so weiter. Das sind 9 bar gegenüber 11, die wir jetzt haben. Du musst dir irgendeine andere Einheit ausdenken, weil die im Buch nehmen auch mal andere Einheiten. Atü. Relative Mondfeuchtigkeit gegen. Ja, wegen mir auch das.
Okay, cool. Wollen wir noch versuchen, den an den Start, also dass die nochmal kurz läuft, oder wollen wir das... Müssen wir einen Auspuff dran bauen, alles, ne? Vergaser-Auspuff. Ja. Ich denke, das kann ich morgen bei Olli alles machen. Das ist alles tatsächlich überschaubar. Ja. Und der läuft. Ja, okay. Ganz sicher. Heute ist Samstag, wir machen für heute jetzt frei. Jetzt gehen wir alle ein Bier trinken und dann sehen wir uns morgen Mittag hier wieder. Tschüss. Sonntag, weiter geht's. Was ist heute? Was macht man Sonntag? Ist ganz klar, Sonntag ist... Simmeringtag. Jetzt kommt das Öl. Yeah. Hui. Oh, das ist ein süßer Ring. Da kommt er. Blub. Also ich habe den immer ohne reingedrückt. Wie neu, ne? Soll. Jetzt zeige ich euch mal, wie man es nicht macht. Beziehungsweise. Der rechten Seite habe ich das Öl schon rausgelassen. Auf der linken machen wir das jetzt auch mal. Und zwar muss man das so ein bisschen rauspumpen. Deswegen habe ich da diesen Karton drunter gestellt. Der fängt das Schlimmste auf. Irgendwo. Kippen wir das hier noch in die Schale. Hier ist kaum was daneben gegangen. Ist easy. Perfekt. So, wir füllen ein. Automatikgetriebeöl. 125 Kubik, laut Reparaturhandbuch. Mit zur Hilfenahme einer Spritze. Hundert Milliliter und 125 Milliliter.